Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. Jo, wir sind wieder zu Hause. Wir haben auch gleich schon ein Medikit. Nehmen wir gleich mal mit. Gibt es hier irgendwas Neues? Nein. Ich möchte gerne unsere Seemotte gerne ausnutzen und möchte in sehr tiefe Gefilde vordringen, um Neues zu entdecken. Nach Möglichkeit vielleicht auch den Mehrzweckraum zu kriegen. Und wir haben ja, glaube ich, irgendwie eine Quest mit Aliens oder so, ne? Die, glaube ich, irgendwas mit 800 Meter tief da was gehabt haben tun. Glaube ich. Warte mal, warte mal, warte mal. Habe ich hier irgendwas drin? Nicht wirklich, ne? Das muss ich selber finden. Untiefen. War das das? Ich glaube nicht, oder? Aurora Treffpunkt trockenes Land. Das könnten wir uns auch mal anschauen. Eigentlich. Aber ich bilde mir ein, irgendwo war doch mal. War das bei den Aufzeichnungen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendwo haben wir doch so einen Eintrag gehabt. Als wir bei den Aliens waren, glaube ich, bei der Station, da ging sie irgendwo mal mit 800 Meter was irgendwo hin, ne? Glaube ich. So circa in etwa. Ah ja, hungrig bin ich auch. Na Gott sei Dank. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht werden wir auch zuerst mal versuchen, das mit der Aurora hinzukriegen. Also den Treffpunkt. Ich muss mal was zu essen fangen. Jupp. Schau mal, ob ich Glück habe und ob da vielleicht ein Clubschi vorbei schwimmt. I'm hungry. Sonst muss ich oben wieder so eine Frucht essen, wäre auch wurscht. Ne, 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 ne? Jawohl, ein Clubschi. Das muss mal reichen fürs Erste. Dann werde ich mir oben wahrscheinlich noch ein bisschen Früchtchen holen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, das braten wir mal und dann ist schon wieder besser. So. Dann look ich nämlich mal. Look. Welcome aboard, Captain. Ja, grüß Gott. Dann gucke ich mal, wo dieser Treffpunkt sein könnte. Wenn er nicht allzu weit weg ist von unserem momentanen Standort, wäre das ja ganz superb. So. Prost. Mahlzeit. So, jetzt willst du mal Ruhe geben. Also. Hier, also. Lalalala. Das habe ich gemeint, ne? Blau. Nehmen wir mal gelb. Habe ich schon eine gelbe Farbe? Tatsächlich hierfür. Grün habe ich noch nicht. Gut. Also grün. So. Wo wäre das dann? Blau. Vielleicht soll ich mal rausgehen, dann sehe ich gleich besser. Grün wäre da hinten. Ja, 2000 Meter. Ist nicht so wild. Ist nicht so schlimm. Da werde ich mir noch schnell ein Trinken mitnehmen. Brauche ich mir noch schnell was zum Saufen. Und unterwegs hoffe ich, dass wir was zu essen kriegen. Also ihr braucht das. Ich glaube, Salz hätte ich noch ein bisschen. Hier drin, ne? So. Sind wir jetzt verduscht unterwegs. Wobei verhungern schon eher mehr die Gefahr wäre. Und dann schauen wir mal. Dann düsen wir los mit unserer Seemotte. So. Passt. So, haben wir hier noch irgendwas Vernünftiges drin? Nur so ein Graffel. Kann ich irgendwas reinschmeißen? Den Gelsack werden wir reinschmeißen. Lithium hauen wir auch rein. Achso, Ding ist auch drinnen. Rubin. Ja, wie schauen wir hier drüben aus mit Kupfer und so weiter? Da hätten wir was Platz in der Tat. So, die Energiezelle wäre auch gut. Die lege ich, glaube ich, hier rein. So, weil Batterien kann ich noch nicht aufladen. Aber wenn schon mal Energiezellen zum Aufladen gehen, müsste es ja auch möglich sein, dass wir dann später auch Batterien wieder aufladen können. Da gibt es sicher sowas. Kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Was ich farmen müsste, wäre auch mal eine Tischkoralle, eine weitere. Bei passender Gelegenheit. Jo. Ich glaube, soweit so gut hätten wir alles. Dann rauschen wir ab. Verehrte Seemotte,
Bin ich froh, dass die mit Solar funktioniert, ey. Ja, grüß Gott. Ich möchte da hinten was anschauen. Ja, trockenes Land. Also, spielen wir los. Gut. Jo. Das mit den Aliens wollte ich mir eigentlich anschauen, ne? Wollte ich das, den Eintrag nochmal suchen. Duck. Und schauen, wie ich das anstelle und bewerkstellige. Ja, das habe ich natürlich wieder mal vergessen. Aber ist wurscht. Schauen wir uns mal das hier da drüben an. Dann wird das schon. So. Ist ja nur ein Stückchen. Schnell genug sind wir auch, dass die Pirscher uns nichts anhaben können. Jo, grüß Gott. Auf Wiedersehen. So, ja. Ja, ja, du mich auch. So, lala. Dann fahren wir natürlich wieder alles zusammen, was wir kriegen können. Salz, wenn es möglich ist, weil da habe ich ja etliches schon verbraucht, wie es ausschaut. Tischkorallen brauche ich. Jo, mal sehen, was wir finden. Sollten wir gleich mal da. Also das da vorne ist unsere Rettungskapsel, ne? Das heißt, wir müssen noch ein Stückchen weiter. Noch ein schönes Stück weiter. Das Problem halt mit dem Essen, da bräuchte man halt auch wieder Salz. Hoppala. Ups. Da bräuchte man wieder Salz, dass man das Essen haltbarer machen kann. Weißt du was, wenn wir schon mal hier sind, bei unserer Rettungskapsel? Au! Könnte ich hier mal aussteigen kurz? Was ist los hier? Und mir nach Möglichkeit was zu essen fangen, um mich ein kleines bisschen zu stärken, ne? Da wären 3 Glubschis, vielleicht habe ich ja Glück. Einen. Mal 2. Dass ich mich mal voll essen kann, ne? Nach Möglichkeit. Und dann fahren wir einfach weiter, würde ich sagen. Konnte ich dich jetzt auch essen? Na. Konnte ich dich auch essen? Sehr freundlich, ne? Hey du, kann ich dich essen? Glubschi, kommen Sie zu mir. Kommen Sie zu mir, bitte. Bitte, halt, halt, halt. Danke. Sind 3 schon genug, ich glaube. Und Blasenfische noch. Ups, oder doch nicht? Dann doch nicht. Dann braten wir uns das mal und dann fahren wir weiter. Guten Tag. Sehr erfreut. Ich möchte gerne einmal Essen kochen. Ein Haufen Glubschis. Jo, dann sind wir normal schon gut versorgt. Dann sollten wir das vielleicht schon überleben. So, passt. So. Mahlzeit. Oh, schau, ist sogar was üblich geblieben. Passt. Freut mich. So, und tschüss. So, wo ist meine Motte? Da drüben. So, einsteigen. Weiter geht's. Lädt wieder ein bisschen. Jo. Jo, passt. So. So. Da lang. Dann schauen wir mal, ob es Überlebende gibt, ne? Also cool wäre es halt auf jeden Fall, wenn man den Mehrzweckraum endlich täten würden. Vielleicht müssen wir da drüben jetzt auch eine Basis bauen. Könnte jetzt auch passieren, wenn es wirklich Überlebende gibt. Dass wir es vielleicht noch auf Zeit schaffen müssen. Das wäre gar nicht gut. Aber schauen wir einfach mal. Es wäre halt schön, wenn wirklich jemand noch leben würde, außer wir. Also von den Menschen halt, ne? Von unserer Crew. Von unseren Kollegen. So, ja. Aber das mit der Solarenergie gefällt mir ganz gut. Für die Seemotte. Das ist echt fein. Spart man sich einen Haufen Ressourcen. Gleich sind wir da. Sehr gut. Aber vielleicht sollte ich mir so und so hier mal eine zweite Basis bauen. Dass, wenn wir wirklich auf Erkundung sind hier irgendwie, dass wir da noch einen kleinen Rettungsplatz haben für uns.
Aha, aha, aha. Was haben wir denn da? Langsam. Aha, da ist irgendwas unter Wasser. Okay, also oben ist einmal... Oder doch? Oh mein Gott. Ich glaube, das wäre schon wieder was zum Scannen, oder? Habe ich dich schon? Ja. Wie schauen wir hier aus? Bist du auch irgendwas? Was? Schauderbüschel. Okay. Was ist, bist du für ein komischer Pilz? Scheibenkoralle. Okay. Okay. Soweit nichts Neues. Wie komme ich dann durch den Hierruf? Ich fahre mal kurz hier raus wieder und schaue mir das mal an. Ob wir hier irgendwo quasi landen können. Ja, schaut okay aus. Blub, blub, blub. Da hat er sogar verbunden eine kleine Brücke, wenn man das so möchte. Vielleicht muss ich um die Insel herum. Weil da herüben scheint auch keine Möglichkeit zu sein für einen Aufgang. Vielleicht muss ich einmal rundherum. Früher mal zu Glück. Auf der anderen Seite. Hier sind alles Klippen. Auf jeden Fall gibt es hier einen Dschungel, wie es ausschaut. Wahrscheinlich neue Viecher zum Besiegen. Vielleicht aber auch neue Nahrung für uns. Die meinen, wenn unsere Freunde hier sind, schaut zumindest aus, dass sie eine recht gute Überlebenschance haben, ne? Und wenn sie nicht allzu gefährlich ist, könnte man sich hier wirklich eine Basis bauen, ne? Vielleicht kann man sie irgendwie festmachen hier am Riff. Am Gestein hier, ne? So. Jetzt bin ich wirklich einmal rundherum und hat mir nichts. Oh, was ist das? Also die Aurora. Mein Gott, das ist schon, hä? Was sind das für ein riesiges... Ah, drum. Das sehe ich gerade, hier kann ich hin. Warte. Vorsicht. Ich glaube, ich bleibe lieber mal so. Nicht, dass unser kleines Möttchen hier wieder... Ich schalte das Licht noch aus. Energie sparen, oder? Darf ich nochmal rein, bitte? Ich wollte nur das Licht ausschalten. Ist es aus? Ich wollte nur das Licht ausschalten. Jetzt. Danke. So. Ja, sparen. Gut, jetzt sind wir da. Ja, das Messerl auspacken. Auf jeden Fall gibt es hier eine neue Flora. Oh. 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 Das könnte jetzt gut oder schlecht sein. Die Bäume sind so schön hier auch. Jetzt könnten wir wirklich richtig Glück haben, dass wirklich jemand überlebt hat. Boah, das wäre echt cool. Ich würde mich freuen wie ein Schnitzel. Aha, das sehe ich schon. Mistviecher. Ich mache euch kaputt. Au. Autsch. Der ist einmal erledigt. Du bist der Nächste. Komm nur. Au. So ein Katana-Schwert wäre cool. Komm her, du Mistviech. Was habe ich jetzt eigentlich zusammengeschlagen? Orangenpilz. Kann man den essen? Aha, richtig angepflanzt. Fallen lassen. Essen kann ich es nicht. Okay. Zumindest noch nicht. Vielleicht scannen? Ja. Sehr gut. Gefleckte Klapper einsammeln. Okay. WTF? Wollen Sie was da drüben? Ich rate Ihnen, sich zu schleichen. Ungeziefer. So. Bin hier nämlich gerade auf Erkundungstour. Kann ich hier hoch? Ja. Was haben wir hier? Das ist eine hübsche Blume. Foxelstrauch. Sehr hübsch. Ich fürchte, das wird wieder ein Part zum Durchlesen.
Aber soll uns nicht weiter stören, oder? Bist du auch so ein Kraut zum Scannen? Nö. Nicht so wirklich, würde ich sagen. Lupen wir mal, oder? Ist jetzt fast ein bisschen doof, aber das muss ich anpflanzen. Da kann ich wahrscheinlich was zum Essen machen draus. Vielleicht beim Fabrikator, vielleicht. Pflanzen an Land. Gefleckter Klapper. Eine spröde Landpflanze mit großen Sporen, die beim Schütteln ein charakteristisches Rascheln erzeugt. Dies kann dazu dienen, Räuber abzuwehren oder sogar den Fraß als Mittel zur Verbreitung der Sporen zu fördern. Mhm. Orangenpilz. Ein einfacher Landpilz, die Gruppen in Gruppen anzutreffen. So. Wächst schnell, die Größe wird nur durch verfügbare Nährstoffe und Platz beschränkt. Okay. Der Foxelstrauch, eine rosa blättrige Pflanze mit einem kantigen Aussehen, die ausschließlich an Land wächst. Okay. Was haben wir noch da im Meer? Geisterhände, ach ja, die Dinger. Diese Pflanze wächst fast ausschließlich in tiefem Wasser, wo sich ihre handähnlichen Blätter entwickelt haben, die Sedimente aus der Umgebung filtern. Sie ist wahrscheinlich auf die Ausscheidungen der Tiere angewiesen, die das Wasser weiter oben um sie herum bevölkern. Na, großartig. Es ist ja echt eine beschissene Lebensart. Ja. Gut. Uralter Schweber. Biodaten zeigen, dass diese riesigen Schweber dank einer raffinierten Symbiose mit dem Land, an dem sie haften, so alt geworden sind. Also wie eine Koralle so in der Richtung? Wahrscheinlich. Die anhaftende Landmasse wird im Wasser angehoben, wodurch das Sonnenlicht zunimmt und das Pflanzenwachstum gefördert wird. Wenn ältere Pflanzen absterben, sickern organische Rückstände und Nährstoffe in den Fels, von denen sich der Schweber ernährt. Ja, Koralle. Korallenriffe dann auch, ne? Bei uns auf der Erde bekannt. Diese Umstände müssen seit tausenden von Jahren anhalten, damit die Schweber diese Größe erreichen können. Lebenszyklus. Junge Schweber kommen nahe der Oberfläche vor, von wo sie auf den Meeresboden sinken und sich an jeder stabilen Oberfläche festsaugen, die sie auf dem Weg finden. Diejenigen, die das Glück haben, an einer verdaulichen Nährstoffquelle anzuhaften, nehmen an Größe zu, wodurch sie ihren Auftrieb erhöhen und alles, was sie tragen, näher an die Oberfläche ziehen. Unter extremen Umständen können sich mehrere Schweber an einer Lebensform, die in Leviathan-Größe anheften, sie zur Oberfläche zwingen und sie effektiv ersticken. Der Körper wird dann über mehrere Monate hinweg verzehrt, bis er sich schließlich auflöst und die Schweber sich an einen neuen Wirt binden können. Jene Tiere, die erfolgreich eine Landmasse an die Oberfläche bringen, werden mit einer aufkeimenden und permanenten Nahrungszufuhr, so, belohnt, die es ihnen erlaubt, sich zu vermehren und den Zyklus erneut zu beginnen. Beurteilung unglaublich. Ja, okay, bis aufs Schweben ist es ja ähnlich wie mit unseren Korallen. Magnetit. Magnetit ist ein Eisenoxid, das unter anderem für sein magnetisches Potenzial geschätzt wird. Es wird in vielen Förderungstechnologien eingesetzt, zum Beispiel in Sonar- und Torpedosystemen. Beurteilung unverzichtbar in der fortgeschrittenen Fabrikation. Hammers. Hoppala. Gut. Dann sind wir schon wieder um ein kleines Stückchen schlauer. Hier kann man auch noch hoch. Spitze. Pinke Kappe. Er schaut auch ganz nach einem Schwammerl aus. Ich werde auch mal eins mitnehmen. Die pinke Kappe. Was haben wir denn? Ah, haben wir schon automatisch. Eine auf dem Land wachsende Pilzart, deren Sporen man ernten kann. Nicht essbar. Scheißlich. Hup, hup, hup. So, mal ein kurzer Ausblick. Aber hier scheint eh nichts zu sein. Jo, dann würde ich sagen, versuchen wir unsere Freunde zu finden. Ja, wahrscheinlich sind es nur noch Grippe. Lalalala. Ich bin schon weg. Bitte verfolgen Sie mich nicht weiter. Was bist du? Das ist so eine Bohne. Schaut aber nichts Ernstes zu sein. Du Heilige, wo sind denn die bitte? Auf
der anderen Seite. Wäre wieder typisch, ne? Na, nach vorhüpfen bitte, nicht zurück. Sie, aha. Meine Güte, ich bin schon wieder durstig. Kann ich hier nicht drauf? Doch, geht ja. Ich schaff Zeiten noch einmal. So. So. Dann trink mal halt noch einen Schluck, ne? Ich glaube, ja. Vital signs stabilizing. Ja, danke. So. Hallöle. Wo sind sie denn? Werde ich sterben, wenn ich hier... Na, das ist Wasser, ne? Aha, lol, da hätte ich auch auftauchen können. Da unten sollen sie sein? Da unten liegt jemand, oder? Eureka! Da ist irgendwas. Ah, okay. Eine PDA. Integrating new PDA data. Das war so klar, ne? Da. After board the Aurora, repair the long-range comms. Make contact with the other survivors. We can't be the only two that made it. Those are not the orders the captain gave me, and they are not the orders I'm giving you. This isn't chain of command, it's survival. My obligations as acting commander don't turn on their convenience. Get out of the water. If I get into trouble, I'll send you my coordinates. I can't let you go alone. Then come with me. You don't leave me much choice. Received emergency transmission from Second Officer Keen, 2 hours after last activity. Rendezvous was a failure. Intercepted a transmission from Altera HQ. Seems they sent a data package to the Aurora. We were intercepted by a Leviathan-class Predator before we could reach the ship. Consider the CTO and I lost at sea. Be safe. Keen. Out. Super. Grandios. Lauter Idioten. Muss man echt jetzt einmal sagen. Idioten! Das ist so unnötig. Wirklich. So, das mit trockenem Land war natürlich jetzt wieder mal ein Reinfall. Krebs, Seemotte, Rettungskapsel. Gut. Also wir haben jetzt keine neuen... Wir haben jetzt leider keine neuen Koordinaten, ne? Wie es so ausschaut. Boah, ey. Also, der Mensch macht es einem nicht leicht. Muss ich jetzt schon mal sagen. Ja, dann schauen wir uns trotzdem hier noch ein bisschen um, würde ich sagen. Vielleicht finden wir noch das eine oder andere Materialchen. Wäre zumindest super, super. Beziehungsweise werden wir dann in die Seemotte klettern und schauen, ob diese Deppen vielleicht nicht doch irgendwo noch am Leben sind. Sie meinten, sie wären hier runtergetaucht, ne? Ja, völlig... Völlig chancenlos, glaube ich, dass wir da irgendwas finden könnten. Da wäre es wahrscheinlich besser, wenn wir die Insel mobil erkunden. Wenn sie einen, die angegriffen worden sind, wissen wir eh schon, ne? Sind selbst von so einem Riesenviech angegriffen worden, da ist die Überlebenschance halt null, ne? Ist eh klar. Schade um die Trottel. So. Gibt es hier irgendwas für uns von Wert? Aha, hier hätte ich auch her können. Schaut nicht so aus, ne? Blatsch. So, ich bewege mich lieber ein bisschen am Land. Nicht, dass wirklich noch irgendwie so ein Ungeheuer hier in der Nähe ist und uns wegschlappelt hier. Das würde mir noch fehlen. Super. Dann würde ich sagen, ein beherzter Sprung. Heureka! Und zu unserer Motte. Dann können wir das hier schon als erledigt betrachten, ne? Und einmal einsteigen. Welcome aboard, Captain. Ja, servus. Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war so ein Reinfall jetzt gerade. Wir könnten aber trotzdem versuchen, in die Tiefe zu tauchen. Vielleicht ist es nicht ganz so tief, wir können ja 900 Meter tief tauchen. Vielleicht haben wir Glück und wir finden Überreste an, wenn wir schon mal hier sind.
Vielleicht habe ich hier echt so ein Todelglück, dass ich wirklich einen Mehrzweckraum oder so dann bauen könnte. Ich sollte Licht machen. Vielleicht, vielleicht. Wer weiß. Wenn wir schon tief tauchen können, müssen wir es ja fast schon ausnutzen, oder? Würde ich halt meinen. Guten Tag. Da geht es noch tiefer runter. Haben wir erst 200 Meter, also 300 bald. Da wäre ein hübsches Quarzilein für uns. Wenn ich gleich mitnehme. Ja, ja. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Ja, ja, ja. Da vorne werde ich auch dieses Pflanzl gleich mitnehmen. Diesen Gelsack. Brauchen wir sicher wieder. Wenn wir schon einen finden, warum nicht, ne? Von einem riesen Seeungeheuer. Ich meine, ich möchte es nicht begegnen. Wer hätte das gedacht? Aber ich hätte halt schon gern was zum Scannen gehabt. Also wieder so Frackteile. Vielleicht müsste ich auch mal bei der Aurora. Was ist das? Ein Glück versuchen. Ist das jetzt nur ein helles irgendwas? Nur ein helles irgendwas. Okay. Die Musik ist wieder so bedrohlich. Das ist nicht schön. Es könnte ja wirklich sein, dass ich mich mal gezielt in der Nähe von der Aurora aufhalten müsste. Quasi. Und Sandstein. Glück, 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 Glück. Glock, Glock. Ich kauf nix. Bitte bleiben Sie weg. Du Heiliges. So, ein Quasi. Noch ein Quarzi. Das ist noch ein Quarzi. Und ein Rubinchen. So, dann sollte ich wieder zurück. Was haben wir da noch? Schiefersteinchen. Ja, ja. Ich bin nicht da. Brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Liebe Zeit, ne? Wird man gleich herzlichst begrüßt hier. Sehr gut erzogene Meeresbewohner. So, ja. Der gurgelt gerade. Hört sich zumindest so an. Okay. Da drüben wäre noch ein Quarzilein. Die möchte ich halt Sandsteindl. Die möchte ich schon gerne mitnehmen, nach Möglichkeit auch Salz. So, ich hoffe, dass wir nicht wieder gefressen werden. X! Ich bin ganz brav, ich tue nur sammeln. Der Schwede. Was ist denn das? Wenn ich das versuche zu scannen, bringt es mich um? Wahrscheinlich. Seewanderer. Hallo. Guten Tag. Das muss eine Krabbe sein. Einheimische Lebensform. Seewanderer. Hi. Na, Pferdchen? Okay. Okay, ich brauche es zum Saufen. Schluck. Und das Essen tun wir auch gleich weg. Vital signs stabilizing. So, leckt gerade ein bisschen. Okay. Ja. Also von dem können sie nicht angegriffen worden sein. Der ist ja gerade zu friedfertig. Tun wir mal lesen, ne? Was war denn das? Leviathane. Ein Seewanderer. Du Heilige. Ein gewaltiger, zweifüßiger
Zweifüßig? Der hat ja drei. Naja, ein gewaltiger zweifüßiger Leviathan, der die Riffe in Herden durchstreift. Ich habe nur einen gesehen. Und der Meeresboden abweidet. Also eine Kuh sozusagen. Erstens Fühler. Die Fühler am Kopf des Tieres können eine Reihe von Gerüchen wahrnehmen, was den Seewanderer dabei hilft, frische Weiden zu finden, den Weg großer Raubtiere zu meiden und chemische Signale von Artgenossen wahrzunehmen. Zweitens Panzer. Eine dicke Panzerung schützt das Tier vor Angriffen aller Art, außer denen der größten Fleischfresser. Zwei Beine befinden sich am Hinterteil. Drittens verlängerte Schnauze. Wird verwendet, um Pflanzenmaterial vom Meeresboden abzuernten und das Gleichgewicht zu halten. Ach so, das soll eine Schnauze sein davon, okay. Viertens Verhalten. Große Herden würden die Pflanzenwelt einer Region stark in Mitleidenschaft ziehen, was das Wanderverhalten der Seewanderer erzwingt. Familien halten ihre Jungen in der Mitte der Herde und die Elterntiere schlagen nach neugierigen Eindringlingen aus, die auf der Suche nach einer leichten Mahlzeit sind. Beurteilung: Seewandererherden können Mineralablagerungen ausgraben, wenn sie den Sand aufwühlen. Okay. Also wäre es gut, sogar bei denen in der Nähe zu bleiben. Aha. Aha, okay, okay. So, da haben wir noch ein Quarzi. Zack, bumm. Jawohl. Dusch. Da haben wir noch irgendwas. Salz, glaube ich. Jawohl. Das wäre echt cool, wenn noch die Seemotte einen Fabrikator dabei hätte. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Zyklop das könnte, eventuell. Habe ich noch Platz? Ich hoffe. Jawohl. Jetzt werde ich schon ziemlich voll sein, denke ich mal, wie wir daher. In der Tat, das habe ich gut geschätzt. Gut, dann würde ich sagen, wir sollten eigentlich abhauen hier, ne? Jetzt bin ich schon fast gespannt. Warte, da noch mehr Salz. Jetzt wäre ich schon fast gespannt, wie die Seewanderer leben. Irgendwie. Ich würde auch gerne noch ein bisschen was scannen, ehrlich gesagt. Wo ist denn der jetzt hingelaufen? Ah, da ist er. Hallo. Ich tue dir nichts. Ich schaue dir nur zu. Du bist ein interessantes Viech. Ich glaube, der hat da gerade was verloren. Ich glaube, die schmeiße ich weg. Da liegt was? Fremder Dung. Na, Kaki? Sind wir jetzt bei Ark? Entschuldigt bitte. Was ist das jetzt schon wieder? Weg da, Kaspersky. Brauche ich nicht. WTF? Nährstoffreicher Mist geeignet zur Produktion von Bioenergie. Aha, okay. Nehme ich mal mit. Auch. Ich glaube, ich nehme auch nur ein Pilz mit, weil ich kann nicht verzichten auf Quarz, ehrlich gesagt. So viel Quarz. So. Okay. Der hat sich vor Angst in die Hose gemacht wegen uns. Okay. Okay. Was machst du denn hier so alleine? Hä? Was ist, wenn dich jemand angreift? Wo ist denn deine Herde? Da jetzt schon wieder was verloren? Flüssigkeitsaufnahme. Okay, ich musste jetzt langsam mal. Habe ich noch was zum Saufen dabei? Oh oh. Ich glaube nicht. Okay, das heißt, ich muss jetzt wirklich schauen, dass ich nicht nach Hause komme. Halt. Was will ich haben? Und das auch noch. So, passt. Dann würde ich sagen, wir kehren jetzt nach Hause zurück. Und ich werde versuchen, hier dann eine zweite Basis vielleicht zu bauen, ne? Hoffentlich schaffe ich das jetzt noch nach Hause, weil ich Trottel habe mein letztes Saufen, glaube ich, verbraucht. Ja. Ist nichts mehr da. Scheiße. Ja. Also nichts wie heim. Muss ich mir merken hier die Stelle. In der Tat. Da wäre gut, hier nochmal so ein
so ein Dingens zu bauen, so eine kleine Behausung mit Scanner und so weiter. Wäre echt nicht schlecht. Wäre wirklich nicht schlecht. Wäre wirklich zum Überlegen. Aber ich denke mal, ich werde mir jetzt dann der Part ist auch zu Ende. Im nächsten Part, denke ich mal, werde ich mal ein bisschen bei der Aurora mich umschauen, ob es da noch was Vernünftiges zum Scannen gibt. Wirklich so richtig tief tauchen, so tief es halt geht. Vielleicht kriege ich noch das mit dem Mehrzweckraum hin. Und vielleicht auch den Zyklop, das wäre mehr wie cool. Und mit den Zyklopen dann im Schlepptau könnte ich den Krebs mitnehmen, ne? Wäre das kein Problem mehr. Dann, weil das sollte man, glaube ich, mitnehmen können. Ich glaube auch die Motte, beides oder eventuell nur eines von den beiden. Egal, sehen wir dann eh, wenn es einmal soweit ist. Und da würde ich sagen, erkunden wir das hintere Eck dann nochmal, ne? Wo unser Seewanderer war. Oh, ein Signal. Trifft sich ja gut. Können wir uns dann auch gleich anhören. Okay, ihr Lieben. Ich würde mal sagen, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Aha, da haben wir auch was. Viel später. Muss ich sofort nach Hause. Wir brauchen es zum Haupt. Oder mal zur Rettungskapsel. Das wäre auch nicht schlecht. Das würde mir auch schon reichen. Gut, dann baue ich mir was schnell zu trinken. Gönnen wir schnell was und im nächsten Part, wie gesagt, machen wir halt hier dann frisch, fröhlich weiter. Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ich muss eins opfern. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!